Hi Leute, ihr seht jetzt hier ein paar Battlefield 4 Open Beta Gameplay Szenen aus dem neuen Domination Mode. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Oh, du Wichser, hab dich, ey. Du hast noch 55, ey. Hatte nur Eis angepömpelt, denn meine Pömpel leer, hab ich auf MG gewechselt. Du musst immer an Chatten denken, wenn du Pömpel sagst. Ja, ist doch okay. Wenn ihr natürlich weiteres Battlefield 4 Gameplay sehen wollt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr genau sehen wollt. Irgendeinen besonderen Modus, irgendeinen besonderen Wunsch, was ihr von einer Klasse oder einer Waffe sehen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und ich werde mein Möglichstes tun, euch das zu zeigen. Und ihr könnt natürlich auch gerne Feedback oder Kommentare geben, was ihr am liebsten sehen wollt. Kommentiertes Gameplay, Commentaries oder das Ganze ungeschnitten als volles Let's Play, zusammen oder alleine mit Freunden. Ah, wie sie von oben auseinandernehmen. Oben, das ist oben, das ist so fies. Wurde gerade von dir oben umgetötet da vorne. Ja, es ist so fies, weil du von da du oben bist auch so. Fies. Weg hier. Scheiße, ich hatte keine Munition mehr, musste da unten dringend drauf. Auf mich geschossen oder auf. Ich habe da 6 Leute oder so von oben umgemäht, weil es einfach kacke ist von da oben, weil du dann nichts siehst, keine Deckung hast, nichts. Aua! Na, das war schlecht. Ich hab noch nie bei Battlefield Hardcore gespielt. Doch, bei 3 habe ich es anfangs viel gemacht. Was? Anfangs haben wir immer zusammengespielt, dann haben wir nie Hardcore. Ich habe auch bei Battlefield 3 viel Hardcore gespielt, anfangs. Später dann eigentlich gar nicht mehr. Gab auch nur noch relativ wenig Hardcore Server. Boah. Wenn sie vor meiner Fresse spawnen, ist doch scheiße. Oh. Nachladen. Fuck. Ich hätte auf Pistole wechseln müssen. Du Schwanzgedächt! Wir haben nachladen. Ihr habt euch da aber auch einen ab, also selber schuld. Ich war in dieser ganzen Zeit voll offen an der Position und ich camp mir einen ab. Da waren, ich gehe um die Ecke und da sind 2 Leute gleich, die da snipern. Ja, das heißt ja nicht, dass da Leute campen, wenn du da 2 Leute triffst. Kann ja nicht sein, ne? LOL, nein, auf dem Flaggenpunkt waren gerade 5 Leute oder so. Ja, weil wir die ganze Zeit nur noch hier spawnen können, weil ihr uns voll unter Druck setzt. Das ist völlig übertrieben. Guck, selbst jetzt habt ihr schon wieder alle umgemäht. Wir kommen jetzt so gar nichts, unser Team. Ich will irgendwo anders wollen. Oder zum LOL, Beispiel mein Squad. Auf dem Dach kommt man ja auch hin. Ich glaube, der Server wird ist voll gerade. Ich glaube, wenn er voll ist, sind es mir fast schon ein bisschen zu viele. Ich glaube, so 20, 26 reichen hier. Ah, das sind ja, 32 sind ja, echt schon ein bisschen zu viele. 16 Map. Wäre, glaube ich, hier so 8 gegen 8 wäre, glaube ich, das Beste dann. Aber hier kannst du bestimmt richtig geil Clan Wars oder so machen und so was. Das kann ich mir richtig gut im Clan vorstellen. Oh, dieses. Oh, bam. Das fühlt sich nicht wie Battlefield an. Ja, ist auch hier so eine kleine Minimap. Das ist keine Battlefield mehr. Also keine Original, so gesehen. Naja, wird auf den Kopf geschossen und hab Headshot gemacht. Also das ist schon relativ akkurat. Der stand halt aber auch nur rum. AFK oder ne? Naja, ich hab wirklich schon ein paar Mal echt. Ja, das ist dann manchmal auch der Netcode. Ein bisschen Lag ist da halt immer drin.
Ja, wenn ich nur den Kopf sehe und nur den Kopf treffen kann. Hm. Wie soll ich dadurch lag? Er hat sich auch nicht bewegt. Oh, schlecht. Ich habe auch Schnellschuss gemacht, aber mir aufgefallen, dass es manchmal, obwohl ich mir da ziemlich sicher war, nichts geworden ist. Ah, fuck. Da liegt er da in den Büschen. Der Dachmörder. Oh, keine Munition mehr. Kann ich mir selbst Munition werfen? Ja, die Vibrillator freigeschalten. Nein, jetzt rushen sie hier. Wir dürfen nicht verlieren. Wo bist du? Jetzt hier gerade irgendwo bei Richtung C oder so. Also mir spackt es gerade total rum, wenn ich tot bin. Ich muss jetzt mal Escape drücken und dann wieder rein. Das war Selbstmord. Ich hab den Defi freigeschalten. Oh, 21,9. Set was mal ein gut Round. Das war die erste kleine Runde. Weitere Folgen folgen demnächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Bis dann!